Und damit willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ich habe mir schon fast ins eigene Bein geschossen, weil ich sitze hier schon eine Stunde, aber mein Gehirn denkt sich so, habe jetzt eigentlich ganz was anderes Lust, aber wusste nicht was. Und dann sagt mir so, Junge, schau mal auf die Uhr, du sitzt schon seit 50 Minuten hier. Du hast auch nicht mal angefangen, normal bin ich mit der Party schon fertig. Ich bin mit dem Kopf in letzter Zeit ganz woanders, also komplett weg. Jetzt kommt wieder die Pollenzeit. Natürlich läuft auch meine Nase wieder per Moment. Also, wird schwierig. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder Aufnahme gerade niesen, schneiden. Weil, wie gesagt, schon mehrfach gesagt, dass ich halt gute Schneideprogramme habe, wo ich das herstellen kann. Ja, blöd gelaufen. So, jetzt kommen dann zwei Bosse wieder, Peter, die wir nicht mögen von Fatman. Fatman ist ja unser schlimmster Albtraum-Boss. Cordola, hallo. Dankeschön. Der läuft nicht mehr richtig. Mach jetzt ja keine Faxe. Wir haben keine Lust, noch einen Controller zu kaufen. Aber der bleibt immer ganz gut stehen. Die besten Streikcontroller sind immer noch schweineteuer. Also echt nicht billig. Ja, ich war mir schon kurz davor, noch eine zu holen. Aber ich hätte gerne die Original-Controller, aber die sind so teuer. Die sind wirklich verdammt teuer. 90 Euro, 120 Euro. Entschuldige. Da denken wir echt so, nee. Die Fake-Controller sind zwar auch nicht schlecht, so wie der da. Der hält echt verdammt lange gut. Entschuldige, meine Nase macht wieder etwas. Aber es nimmt nicht bei allen Spielen an. Ich kann damit gerade einfach frei zocken, ja. Aber manche Spiele erkennt einfach so, Junge, das ist nicht der Originalkontrolle. Aber es nimmt trotzdem an. So der Art. So, den betreiben wir auch. Mit Selbstanzug kein Problem. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das wieder Aufnahme mache. Unter der Woche hätte ich Zeit. Aber da ist der Zeitraum zu kurz. Viel zu kurz. Ich nehme gerade wieder am Tag auf. Ich riskiere es immer wieder. Und immer wieder. Aber momentan geht es, wie gesagt, ich wollte schon vor einer Stunde anfangen. Aber irgendwie sagt zu meinem Kopf nur, du hast gerade andere Sorgen. Weiß nicht. Es könnte sein, dass ich morgen auch noch was aufnehme, weil ich am Montag einen Arzttermin habe. Da nutze ich dann die Zeit. Ja, da ist es. Die einfache Variante. Sehr schön. Ja, Fatman. Colonel. Den muss ich dann auch betäuben. Ich weiß jetzt nicht, gilt jetzt Selbstanzug auch bei den Bossen, dass sie uns nicht zeigen, oder nur bei normalen Gegnern? Bei Fortune glaube ich, gilt es vielleicht noch, aber bei Fatman
bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, die sehen mich trotzdem. Auch in die Tarnung. Aber ich bleib trotzdem immer unsichtbar. Sieht die mich trotzdem? Ja. Die sehen mich trotzdem, alles klar. Es ist immer nur dunkel. Ich seh nichts mehr. Was ist denn los? Der ganze Bildschirm ist so dunkel. Das ist affig. Gleich wieder selbst an sich fährt. Oh, ab die Flucht. Aber Junge, viel zu dunkel. In dem Bereich ist auf jeden Fall zu dunkel. Da muss ich schauen, wie das bei Splinter Cell mache. Hier fuhr ich vor, Splinter Cell Teil 2 zu jetzt Bellen Pantora Tomorrow hieß das, glaube ich. Ich muss überlegen. Tomorrow, glaube ich, ja. Hatte ich jetzt dann vor. Ist aber auch allerdings ein Projekt, wo jetzt nicht jeden Tag läuft oder jede Woche, sondern ab und zu. Ja. Ich hätte alle Freunde, ja, ein bisschen. Ab und zu. Die Teil 1 wollte ich auch noch mal jetzt playen, allerdings auf die Höchstschwierigkeitsgrad mit so schwierige Sache. Aber dann drehe ich wieder zu schnell durch und dann war es das wieder und dann habe ich wieder keine Lust mehr. Höchstschwierigkeitsgrad. Aber ich habe es auf jeden Fall vor. Die Evil Within wollte ich auch auf Höchstschwierigkeitsgrad jetzt bin. Aber wie ihr seht, Zeit gar nicht. Null. Wirklich verdammt null. Ich bin froh, dass ich wenigstens mit der Gier schaffe. Vor allem Wochenende. Da bin ich schon froh. Der Rest jetzt dann noch etwas komplizierter. Habe ich das letzte. Doch, ich glaube, ich habe das letzte Video noch hochgeladen. Ich hatte jetzt schon kurz Angst, dass ich das gelöscht habe. Mit dem Grip 3. Beim Festhalten. Das wäre mega ärgerlich. Also das müsste ich jetzt dann nochmal anfangen. Nochmal das. Nee. Ich glaube, ich habe es hochgeladen. Das war Part 36. Das ist normalerweise Part 37. Let's play. Wenn wir Glück haben, braucht man im nächsten Durchlauf keine Doc-Tags mehr sammeln, sondern nur die restlichen Trophäe erledigen. Die Nase ist. Ah! Kann die absägen am liebsten. Eine Sägeplatte.
aber nur mit Säge. So, da holen wir Unendlichkeitsperücke. Ich hasse dieses Geräusch. Den Geräusch hasse ich, weil ich genau weiß, jetzt gibt der Fatman. So you're... Falls ihr Stimmen hört, nicht wundern, ich habe jetzt wieder Fenster offen. Daher. Easy andere Hunden, muss man auch bedenken. Ich hasse den so viel. Scheiße, das war jetzt. War aber jetzt nicht schlecht. Der Nummer. Und sehr schön. No! First 3, Respekt. Hat jetzt schon ein bisschen Panik, dass es eskaliert. Aber zum Glück nein. Und wahrscheinlich muss ich jetzt gleich wieder abbrechen, oder? Höchstwahrscheinlich. Good work. Einen Moment bitte. Brech jetzt bitte nicht ab. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Alles gut. Aber es kommt schon Zeit, dass ich ihn abnehmen muss. Weil ich aber vergesse zu schreiben, diesmal ist es ein Meifeller. Dass ich hier kurz Let's Play. So, da finde ich jetzt lang nichts dafür. Unendlichkeitsperücke immer sehr gut. Ohne die ist es echt schwierig. Vor allem bei Extreme. Take this. Ging jetzt eigentlich recht schnell, ne? Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Jetzt echt viel zu tun. Deception is not an option here. Fenster wieder schließen. I suggest you. Why did they have to bring them? Hmm.
Ich hoffe, ich hätte es mir. Weil Windows Update, OBS Probleme, kennst du ja. Hat wieder ganz schön die Fax gemacht. Ja, Mama kurz sich kurz umhandeln, dass ich kurz schauen kann, wie das jetzt mit der Krypt ist. Aber nö, nö. Ich schaue jetzt bei der einen Brücke nochmal, ob ich den jetzt halt wirklich hab. Und bei der oberen Brücke, also bei dieser Brücke nochmal kurz kontrollieren. Und bei diesen. Genau. Weil ich muss dann sowieso da rauf. Dann. Erst hier, dann da, dann. Nee. Erst hier. Dann hier. Dann da. Dann da. Und dann haben wir aus Raum und dann sind wir schon fast fertig. Dann sind wir eh schon so gut wie fertig. Keine Panik mit der Titanic. Immer schön betäuben. Sehr wichtig. Ja, den müsste ich glaube ich haben. Aber ich kontrolliere immer sicher. Weil sonst verpasst sich eine. Und dann war es das wieder umsonst. Kennen wir ja. Freeze! Da vorne ist glaube ich nur mehr eine. Das war kurz eine Bandage. Freeze! Don't kill me. Den hab ich noch nie. Sechstes. Also war ich doch richtig, dass ich den noch nicht habe. Das andere war zum Glück nur Bandage. Den habe ich allerdings schon. Siehst du, immer genau deswegen kontrollieren. Bandagen. Oh. Halt, Selbstanzug, genau. Ein paar Muni, wäre nicht schlecht. Vor allem die M9. Die Ausrüstung mit der Wache und die Waffe bräuchte ich dann nur bei der Kamera. So kann ich mir Stealth-Anzug einfach durchlatschen. Aber für den Kamerascanner brauchen wir den Anzug. Und den Anzug gibt's ja. Den von der Wache. Hui! Sushi. So, weiter geht's zu den Aufhaltenlosen. Freeze! Momentan sagt Gott wieder die nervigen Mitmenschen. Hier schießt sie es ja. Obwohl, lenkt sie ihr immer wieder auf, wenn es da sind. Aber immer wieder eine lassen, ne? Das gehen wir ja. Das ist typisch Familie. Freeze! Typisch Familie. So, ich brauche. Ach, ich hab nur gerade zwei. Genau. Ich dachte, die ist schon die Karte 3, aber nee. Schwan. Karte 3 ist ja das mit dem. Raketenwerfer, glaube ich. Ein Sniper. Oder? Mann, ich hab's so durchspulen, ich vergiss es immer wieder.
unglaublich. Aber wohl. Auch drin, da war ich schon drin. Ja, genau, verfolgt es bitte. Abflug. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. Du bist ja nicht mehr Waffe. Mhm. Das ist ja nicht mehr Waffe. Einmal ein Buch. Ah, heute. Da ist das Buch, genau. Oh. Ja, Baby. Viel Spaß. Sieht man nicht immer. Nicht alle Tage. War er nicht immer ohne drin? Oder war es auch nur bei normal und Höchstschwierigkeitsgrad? Kann sein. Kann sein. Und es ist immer so dunkel, oder? Ich hätte jetzt eigentlich nur schnell schauen sollen mit der Helligkeit. AK, dies war's. Gute AK. Nee. Eigentlich nicht. Weil VR-Mission ist AK echt die schlechteste. Freeze! More! Please, den hab ich glaube ich schon. Ja. Sehr schön. Ich bräuchte wieder Muni. Der hat keine Muni. Ich kann jetzt mit die Perücke rumlaufen. Ah, die scheiß Pollenallergie, ey, das ist ja schlimm. Schlimmer als schlimm. Pollen ist nicht geil, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die untere Brücke muss ich auch noch mal gucken. Jetzt darf ich wieder schneiden, weil ich ja abbrechen musste ganz kurz. Es kann ja sein, dass ich dann nochmal abbrechen muss, aber ich hoffe nicht jetzt. Denkt dran, Stealth-Anzug. Ohne Stealth-Anzug würde ich das nicht machen. Wäre nicht so empfehlenswert. Aber der steht im Weg und kapum. Ey, bumm. Sehr schön, sehr schön. Warum nicht? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Alle Kameras zerstören. Energie. Bringt keine Energie. Da wäre ich nur noch müdiger. Da hängt eine und da vorne. Auch da sind Wachen viel weniger. Ah ne, jetzt kommen die Wachen. Jetzt gehen wir's. Freeze! Don't kill me! Mhm.
Schnell bitte. Mann, man darf niemanden töten, das ist echt bitter. Bitter, 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 bitter. Im neuen Muni. Schieb's mal lieber rein. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor. Da vorne ist die Kamera oben. Nein. Ja, aber traurig. Nein. Freeze! No! Please don't! Bitte, 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 bitte. Nein! Bis der wieder aufwacht, oh ja. Genau die Schuld, Mann, diese Scheiße. Bei der Schwierigkeitsgrad dauert ewig, bis der wach wird. Boah, warum schießt ihr aber? Das ist schrecklich, verschrecklich. Oh, wach auf, bitte. Da dürfen wir auch noch schauen, dass sie nicht aufwacht. Schwierige Verschwendung. Aber komplett. Komplette Verschwendung. Ja, man jetzt keine Sushi, zack, zack, schnell, schnell hin. Aber nein, genau als Unfälle passiert eben sowas. Ja, sorry doch, der andere steht jetzt schnell wieder auf. Du schlufst weiter. Bei Extreme geht's zu schnell, bei schwer, hart geht's zu schnell. Und bei Easy dauert es wieder lange. Das ist bittere Realität. Aber jetzt geht's wenigstens. Freeze! More! Please don't. Bitte geben. Dankeschön. Danke, danke. Es war jetzt ungefähr 1-2 Minuten lang. Ungefähr. Nee, 3 Minuten. 3 Minuten. Ah. Der kommt gleich, der kommt gleich, der kommt gleich. Nein, 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 genau so Fälle passieren. Das geht jetzt, zählt jetzt nicht als Alarm. Gott sei Dank. Aber genau so Fehler passiert halt immer wieder schnell drüben. Und ich hab nicht mal mehr gespeichert. Ein Alarm, dann nochmal. Nochmal Alarm, nochmal verfahren. Boah, aber jetzt hat er. Freeze! Ich bin voll Schuss.
große Docker-Alarm. Als Zombie ist schon bevor. Und jetzt hilfst du nicht bei der Kamera versauen. Vor allem Kamera. Ne, Junge? Das kennen wir ja woher. Deswegen gehst du mal raus und rein, vor allem diese Kamera hier. Dann erstmal speichern, bevor es komplett versaut. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Speichern. Aber immer bei diesem Bereich, immer. Immer. Ist zu speichern? What's up? Extreme war letztes Jahr. Wer es so schnell nicht vergessen. Das Extreme, das wir es so schnell nicht vergessen. Das geht's mal klar. Und da bin ich echt froh, dass ich europäisch Extreme nicht machen muss. Da bin ich echt froh. Jack. Und das war dann schon richtig, richtig übel. Hui, hui. So. Einmal. Fließanzug und AK. Ja, danke schön. Sehr freundlich. Meine Waffe. P2. Und dann P1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Er steht 2, ja. Oder? Nee, doch die 1 erst. Damit die dann wieder wach werden können. Sonst dauert es ewig lang, bis sie wieder wach werden. Und das wollen wir ja vermeiden. Ja, das gehen wir schon. Alles gut, alles gut. Hui. Number one. Du, der ist aber da hinten schlafen. Genau, ruh dich aus. Freeze! More! Please don't! Doch, doch. Und der nächste rausschieben. Schön in die Ecke. Sehr schön. Freeze! Don't kill me! Und du bist der nächste. Sehr schön. Also Bücher gab es ja auch ein Easter Egg für den nächsten Metal Gear Teil oder sowas, aber es war beim dritten Teil, allerdings habe ich den total verpasst.
mit Easter Egg, weil das habe ich auch sehr spät gesehen erst. Und wenn ich die ganzen Tiere dann nochmal anfange zum Jagen und zu verspeisen, da zeige ich den Easter Egg auch mit bei Teil 3. Aber da brauche ich erst viel Lust. Aber ich muss mir alles nochmal aufschreiben, nochmal genauer anschauen, wie Tiere sind, dass ich ja nichts vergesse. Nein. Jetzt ist es der Scheiß Ernst. Ich konnte den Scheiß jetzt vergessen. Ich hab nicht mal gespeichert, Junge. Oh, schwere Geburt, ey. Kleine Nummer auffangen müssen. Jetzt habe ich mir im neuen Munition, weil die Wache nochmal durchgeschüttelt habe. What's up, Jack? Und jetzt gleich mal speichern, bevor mir der gleiche Fehler nochmal passiert. Ja, willkommen im Club. Hold no one. Ja. Die hat mich gerade echt geärgert. Kein Alarm auslösen, was neu. Ich mache Alarm. Ja, und da ist meiner. Jack. Und zack, bumm. Auf einmal steht eine Wache von mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Überhaupt nicht. Und jetzt hat's getan. Da. Ich habe auch gesagt, wenn ich einen berühre, fliege ich auf. Genau das ist leider, leider passiert. Komm zu mir, komm zu mir. Ah, jetzt erfahren wir nicht, ne? Freeze! Just try to pull the trigger. Don't shoot! Das war Sub 8 bei Extreme letztes Jahr. Bis die alle betäubt waren und. Oh, die Nummer der Muni. Sehr schön. Bis die alle betäubt waren und bis die alle erledigt waren, die sind auch ganz schön aus. Kontrollieren bitte. Hier ist aber auf einmal wieder da steht. Linke Seite. Alles klar, alles klar. Aha. Hab's gesehen. Hallo. Erstmal die ganze Wache. Kann jetzt alle betäuben, aber es dauert ewig lang. Dauert aber sehr, sehr lang. Ja. Oh. Sind so kleine Easter Eggs. Freeze! No! Please don't! Wie mich erwischt jetzt einer. Danke, danke. Was there a noise just now? Freeze! Huh? What are you? War mal klar. Wieder umwechseln auf das Blaue. Don't kill me! Und der nächste. Der Vogel macht auch Alarm, ne? Vorsicht. Muss man bedenken. What was that sound? Freeze!
Sehr schön. Den anderen schnell noch betäuben. Den, wo er am Anfang betäubt hat, bevor er wieder aufsteht. Und Alarm macht. Der da hinten. Unser Kollege. Das macht eh gleich Alarm. Egal. Im Regal. Muni haben wir genug. Time for a treat. Das ist das Teil, genau. Ich dachte, du jetzt erwischt jetzt die Woche. Junge, bitte. Nicht den Scheiß machen. Wieder auf die Stufe 1. Dann nochmal speichern. Bevor ich wieder alles nochmal machen muss, ne, Kollegen? Jack! Den höre ich, mache ich dann in der nächsten Folge. Ja? Den mache ich dann in der nächsten Folge. Machen wir es wie sonst immer. Stück für Stück. Genau. Ich hab schwer die Taste vergessen, ist Viereck oder Dreieck. Ich glaub Viereck. Hui! Anzug. Nicht vergessen. Sonst Wache vergessen. Sehr Viereck, genau. Retinal Pattern recognized. You are cleared to enter. Immer schön die Viereck-Taste. Vergiss auch immer wieder. Frag nicht warum. Keine Ahnung. Raiden, one of those. Die Frage sagt jetzt ihr auch. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Und jetzt auch so ein Punkt. Den glaub aber nie, gell? Nee, sie kann blinken. Okay. Reporting ist schon mal gut zu wissen. On B1 in the Shell 1 core. Wonder for dinner. Ja. Reporting no problems. Your aims, aren't you? Der Onkel, der Nachbar, ne. Das ist als Getante überhaupt so. So geht es. Ah, der. Ups. War ich eins etwas zu weit. Jetzt können wir alles überspringen. Die Klo-Ziele mit dem Johnny haben wir auch. Erledigt. Die VR-Mission. King! Fat Man is.
Feldman is dead. Anyway. He's coming here. Man muss extra nochmal ausrüsten, weil er aufs Self anzuzieht mich. Ja, genau. What do you think you're doing? Und gleich mal umsitzen auf Stealth-Anzug, bevor ich gleich wieder Alarm bekomme. Mhm. Freeze! Schön Stück für Stück raus. Und hoch. Noch alles gut. Noch. Being attacked. I don't know where he is. Titan security. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 1 core. Secure the front of the elevator. Feuer. Please. Oh. Danke. Ich hab keinen Bock auf Alarm. Warum jetzt echt kompakt? Nee. Und speichern im Vergiss, gell? Ganz wichtig. Speichern, speichern. Ich bin schon viel zu lange dran. Viel zu lange. Hätte eigentlich schon lang feiert. Eigentlich. Ah. Ja, genau, das wäre das. RGPG6. Mann, immer den Holmann Herzinfarkt, weil er immer morgen die falsche Waffe. Immer. Schlimm. Stufe 3. Da war noch ein Durchgang. Liegt noch was? SG1T. Genau. Immer schön mitnehmen. Granate. Oh. Und tschüss. Und tschüss. So, die Wache schaue ich jetzt nur mit. Und dann gehe ich ganz nach oben und dann ist Sense. Aber klar. Warone? Überhaupt? Nee, da war keiner. Okay, ich hoffe mal, dass ich den hab.
Ich kreuze mal auf Ja an. Ansonsten gehe ich fröhlich mal Richtung Hörer für die nächste Folge. Genau, für die nächste. 4 Schritte. So Freunde, lasst schon ein Like und Abo da, das hat mir mega gefallen. Ja, nächste Folge dann hört ihr und alles ist schon so ziemlich das Ende. Wirklich ziemlich. Und dann geht's schon richtig los auf das Special Missionen. Auf das, was ich mich nicht freue. Die ganze Zeit nicht. Ich kann jetzt zwar heute auch nochmal reinzwingen, aber was nee. Soll ich wirklich nur einen zwingen? Wisst ihr was, die macht man in der nächsten Folge. Auch diesen Bereich. Ich gehe nochmal raus rein, um zu speichern. Und dann, Freunde, noch einmal Like und Abo da lassen, würde mich mega freuen. Ihr könnt es auch gerne teilen, wenn ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Bis bald, habe die Elm miteinander. Vielleicht mache ich noch einen Teil am Abends. Aber mal schauen, je nachdem, wie meine Lust lang und geladen da ist. Ja? Also dann, bis irgendwann. Nächste Woche wird es ja wieder ein bisschen schlechter. Dann muss ich wieder schauen, wann ich wieder aufnehmen kann, wann ich wieder Zeit habe. Aber das sehen wir schon. Habe die Ehre miteinander.